Hallo liebe Eiklang-Freunde, heute möchte ich euch einmal zeigen, wie man den Oberkörper von Jack Casual bearbeitet, dass wir am Schluss einen Piraten zum Anziehen haben. Ich möchte euch noch darauf hinweisen, dass diese farbigen Linien draußen die minimalen Abstände sind, die Eiklang verarbeiten kann. Alles, was ihr über diese Linie heraus zeichnet, wird vom Eiklang-Programm abgeschnitten. So, wir machen uns einen kurzärmeligen Piraten. Klicke den Zeichenstift an. Und dann mache ich wieder meine Außenlinie. Diesmal gehe ich ein bisschen anders vorwärts wie das letzte Mal. Ich zeichne diesmal zwei Hälften. Das ist jetzt das Schöne beim Grafikdesigner. Ich kann hier schöne Kurven ziehen, ohne dass ich sie zeichnen muss. Jetzt machen wir die andere Seite. Immer schön an der Außenlinie entlang. Ich gehe sogar ein bisschen weiter raus, weil ich da eine schöne Naht zustande bekomme. So. Dann machen wir die Rückseite noch. Auch hier immer schön an der Außenseite entlang. Wieder unsere schon bekannte gerade Linie. So, und jetzt dieses Kreuzzeichen zeigt, dass ich wieder an meinem Anfangsstand bin. Auch hier ziehe ich ein bisschen und oben ein bisschen. Okay, dann gebe ich die Farbe Weiß ein. Die beiden Seiten färbe ich auch weiß. Jetzt klicke ich den Hintergrund an, mache mir eine Datenmaske und nehme die Farbe Schwarz. Hebe die Maske auf. Und exportiere das Ganze. Das wird jetzt unsere Deckungsdatei. Ich gebe ein Testpirat und als Zusatz Ops, damit ich weiß, es ist die Deckungsdatei. Schau, ob ich alles exportiere. Okay, ist in Ordnung. So, jetzt hole ich mir diesen Hintergrund wieder her, gebe ihm eine andere Farbe ein. Es ist schöner zu arbeiten als mit Schwarz. Ist aber Geschmackssache. So, und jetzt fange ich zu texturieren an. Ich nehme mir die linke Seite. Ich habe einige Free-Texturen aus dem Internet heruntergeladen, unter anderem auch Lieder. So, nehmen wir hier. Das nehmen wir auch hier. Und für den Rückseiten nehmen wir es nochmal. Füllung anwenden. Jetzt ist es ein bisschen grobschlächtig. Man kann es jetzt verschieben und verdrehen. Ich gebe ihm auch noch eine andere Farbe. So. Jetzt haben wir unsere Piratenjacke eigentlich fertig. Wir wollen aber diesmal etwas weitergehen und die Jacke auch noch ausgestalten. Machen wir uns zuerst einen schönen Knopf. Piraten sind eitel. Und färben den Knopf goldfarben ein.
So, hier haben wir unser Gold. Umrandung haben wir keine gemacht. Jetzt geht es wieder schön mit der rechten Maustaste festhalten und schon duplizieren wir unsere ganzen Knöpfe auf sämtliche Richtungen. So, wir texturieren noch etwas weiter, holen uns eine Pinselvorlage, nehmen das Schilfrohr, sagen 8 Punkte, nehmen die Farbe Rot, auch den Umriss Rot, bestätigen für Übernahme und zeichnen jetzt eine schöne rote Kurve in die Jacke. Es ist ein bisschen schwach, darum nehmen wir 16 Punkte. Auch hier können wir einfach mit der rechten Maustaste duplizieren und spiegeln. Bei der Rückseite, auch hier nehmen wir wieder das Duplikat, duplizieren nochmal, spiegeln das Duplikat und schon haben wir auf der Rückseite ein schönes verwobenes Muster. So. Wer jetzt will, kann auch noch die Ärmel verzieren. Wir lassen das jetzt so weit bleiben und machen als letzte Verzierung den Verschluss der Jacke. Dazu nehmen wir diese Kette her. Wir spannen einfach zwischen den Knöpfen diese Kette, denen wir auch eine andere Farbe geben können. So, und hier können wir dann auch wieder einfach durchziehen, eine schöne Kurve reinbauen. So, und schon haben wir eine Piratenjacke oder eine Jacke für irgendeinen Krieger. Jetzt exportieren wir das Ganze noch in eine JPEG-Datei, geben wieder unseren Namen ein, Testpirat, exportieren. Sehen Sie, und hier habe ich einen Fehler gemacht. Das ist ganz gut auch für ein Tutorial, was passieren kann, wenn man nur einen Teil markiert hat. Hier war dieses Teil mit der Kette noch markiert. Ich lösche es aus, gehe nochmal auf Exportieren, gebe meinen Testpiraten ein, gehe auf Export und jetzt habe ich alles. Diese Datei speichere ich jetzt noch im Format des Grafikdesigners ab. Testpirat und damit habe ich eine Vorlage, mit der ich später immer wieder arbeiten kann. Ich kann die Jacke zum Beispiel umfärben, ich kann andere Applikationen hinzeichnen, ich kann Applikationen entfernen, ich kann die Jacke abändern, wie es mir gefällt, ohne dass ich das Grundmodell nochmal neu zeichnen muss. Damit sind wir eigentlich im Grafikdesigner mit dem Oberteil fertig.